Also ich will mir ein Messer bauen mit einer Klinge von 6 bis 8 cm. Ansonsten geht's jetzt mit dem nächsten Schritt weiter. Ich habe mich dann vorhin entschlossen, dann doch noch zwei weitere Löcher in den Griff hinten reinzubohren, einfach ja, um es ein bisschen leichter zu machen. Das wird jetzt nicht so wahnsinnig viel ausmachen, aber da kann da nochmal das Epoxid nachher nochmal schön reinlaufen. Und gerade eben habe ich noch mit dem Schleifpapier einfach die Kanten gebrochen, damit einfach alles erstmal schön glatt ist soweit. Und jetzt geht es darum, hier unten an der Kante quasi mit einem Anreißmarkierer einen Farbstrich zu ziehen und dann mit einem Bohrer eine Mittellinie zu zeichnen, damit man einfach weiß, wo nachher beim Schleifen die Mittellinie ist von der Schneide, weil die soll ja schön symmetrisch sein. Und dann kann man von oben immer gucken, wie weit man eben an der Linie dran ist. Und das machen wir jetzt. So, ich habe jetzt hier einfach die Kante, ich hoffe, man kann es sehen, mit dem Stift, naja, so sieht man es, blau markiert, auch oben ein bisschen. Mit so einem Stift. Und jetzt lege ich das praktisch flach auf den Tisch und dann, wenn ich mit dem Bohrer da an der Kante entlang fahre, dann habe ich eine schöne Mittellinie. Da jetzt das Messer kürzer ist, wie der Anschlag hinten reicht, ja, setzen wir das Messer einfach zum Klotz hier vorne an der Kante bündig. So. Fertig. Jetzt ist der Schleifwinkel eigentlich noch relativ steil eingestellt. Jetzt lässt nämlich erstmal steil, dass du vorne die Kante machst, ja, und dann drehen wir es nach, dass du dich ein Stückchen nach oben arbeitest. Wir sind gerade mit etwas, ja, wichtigen Teil des Schleifens, der Schneide. Howie hat ja angefangen, ich habe dann weitergemacht und jetzt geht es darum, das alle eben fein auszuarbeiten. Oben die Kante vom Flachschliff soll ja schön gleichmäßig sein und natürlich soll das Material unten an der Kante und an der Spitze vorne schön gleichmäßig sein. Ich habe da ein bisschen geschliffen, es hat soweit funktioniert, aber ich wäre blöd, wenn ich nicht die Übung und die Erfahrung vom Howie mir zunutze machen würde, ihn das jetzt nicht machen lassen würde. Sonst wäre die ganze Arbeit umsonst, weil wenn der Prozess jetzt hier
in die Hosen geht, muss ich von vorne anfangen. Das so verkacke ich es wenigstens. Ja, so verkackt er es, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es verkacke, ist wesentlich größer. Deswegen, wie gesagt, lasse ich dann Howie jetzt die letzten wichtigen Schritte machen. Das ist halt das Schöne an so einem professionellen Bandschleifer, man kann die Geschwindigkeit sehr langsam einstellen und einfach mal gucken, wo kommt man denn mit dem Schleifen hin, um, bevor man dann zu viel Material abträgt. Hast du mal einen Anschliff eigentlich komplett frei gemacht? Probiert, aber. Nö. Schwierig, aber es ist was, was ich bestimmt irgendwann nochmal machen werde. Ja. Genau, also wie ich es ja gerade schon gesagt habe, Howie hat mir jetzt den Anschliff gemacht. So sieht er jetzt aus. Ja. Genau, also fast bis oben hochgezogenen Flachschliff. Die Kante, die ich haben wollte, ist eigentlich drin geblieben. Das ist ganz geil. Ja, was trotzdem immer wieder witzig ist und finde ich auch das Spannende an dem ganzen Custom-Messer bauen ist, man hat eine Idee, man hat eine Vorlage und am Ende sieht das Messer doch, also bei mir zumindest, immer ein bisschen anders aus, wie es im Kopf und wie es auf dem Papier entstanden ist. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin nach wie vor mega zufrieden. Ja, jetzt kann ich dann eigentlich schon die Griffschalen zuschneiden und weit ein bisschen anpassen. Mittlerweile ist wieder richtig viel Zeit vergangen, nachdem ich die, wo hab ich sie denn? Griffschalen grob ausgeschnitten habe und Löcher reingemacht habe, sind wir dann einkaufen gefahren, haben für morgen Zeug eingekauft und für heute Abend. Und als wir vorhin zurückkamen, haben wir irgendwie auch da auf der Herfahrt haben wir irgendwie geschwitzt. Ach komm, wir könnten noch aus den Reststählen noch kurz zwei Neckknives bauen. Das haben wir dann auch gemacht. Einmal das vom Howie. So eine Art Cleaver. Ne, so ein und meins. Ja, und das werden wir jetzt zusammen eben mit meinem Messer und einem neuen Prototyp vom Howie, wenn wir das jetzt gleich härten. Und der Howie wird dann sicherlich noch ein paar Sätze dazu sagen. Der steht jetzt hier bei der Esse und der Howie holt jetzt ein Stück Stahl, den machst du da rein, das ist einfach irgendein Stahl. Ja, das war mal so ein Federstahl von einer alten Couch. Ah ja, okay. Und den habe ich mal gerade geklopft und weich geglüht, okay. Weil ich da draus vielleicht ein Messer machen möchte. So, und der kommt da jetzt rein zum Wärmen, damit er heiß wird. Genau. Und dann steht hier unten die Ölwanne, denn da werden dann die Messer abgekühlt oder sagt man abgeschreckt oder sagt man da? Abgeschreckt.
warm wird, ja, macht er den Stahl da rein und legt ihn dann eben ins Öl, um das dann eben vorzuwärmen. So. Kurz zum Härten. Verschiedene Stähle haben ja verschiedene Härtetemperaturen. Ja, ja. Wir haben jetzt einmal O1. Ja. Und 2235 das Neckknife, ja. Und das andere von dir? Ist auch 2235. Okay, das heißt, bei welcher Temperatur würde man das 800 oder so? Ja, also den O1, ich glaube so bei 820 irgendwie so in dem Dreh, den 2235, 850, okay. Irgendwie sowas. Aber im Endeffekt hättest du überhaupt gar nicht mehr nach Temperatur? Ich habe gar nicht mehr nach Temperatur. Ich habe ja meine Esse damals so gebaut gehabt, dass ich einen Temperaturfühler reinmachen kann und habe die dann immer versucht aufzuheizen auf Temperatur. Hat nie so funktioniert oder? Doch, hat schon funktioniert, aber da musste sie ewig laufen lassen und ich habe dann irgendwann mal angefangen und habe mir die Glühfarbe angeguckt, okay. Und arbeite dann mit dem Stahl in der Flamme, dass er gleichmäßig durchgeglüht wird. Man sieht es dann auch dem Stahl an und irgendwann habe ich gemerkt, dass dann der Stahl so das Wappern anfängt, ja, so die, genau. Optik einfach. Und von der Farbe her ist es dann so ein dunkles Orange, so, Rot. So ein helleres Rot. Okay. Und ich probiere dann auch immer mal mit dem Magneten und dann merke ich einfach, wenn der Stahl immer magnetisch ist, dann habe ich die Temperatur erreicht und auch die Haltezeit und dann kommt er raus und jetzt. Wenn du jetzt mehrere drin hast, wie machst du das? Ich mache immer nur eins nach dem anderen rein. Ach, du hättest nicht? Nein. Ah, okay. Jedes also, Messer eins. Genau, das wäre jetzt die Frage gewesen, weil wenn der dann zu lange drin ist, dann wird er ja, geht dann nicht, okay. Ja, ich meine, dadurch, dass ich sie direkt in der Flamme härte, entkohlen die Stähle natürlich auch. Also das heißt, die kriegen dann einfach auch dementsprechend eine Patina oder obendrauf, was man runterschleifen muss. Aber das ist so minimal, dass das vielleicht, keine Ahnung, ein Zehntel Millimeter ist oder sowas. Okay. Yeah. Cool. Ja. Ungefähr, was denkst du, was viele Härte die dann haben? Schwer zu sagen, ne? Ja, genug. Genau, wenn man an die Haas fragen würde, würde ich sagen, ey, hat genug. Übrigens, liebe Grüße, falls du das Video sehen solltest. Video. Also der 2235 kann eine Härte bekommen von 50 bis 60, so. Ja, so zwischen 58 und 61, je nachdem, okay. Wie man dann zum Schluss auch anlassen. Ich finde, wenn man so ein Outdoor-Messer mit einem Kohlenstoffstahl auf 58, 59, reicht es auch mal 60. Alles, was härter ist, ist die Gefahr, dass er ausreißt einfach auch oder bricht, größer und lieber ein wenig weicher, leichter nachschleifen und fertig. Ich hoffe, man konnte alles verstehen, weil ja hier Heizung läuft und das Gas, aber ich denke, sonst gibt es einfach Untertitel. Ganz einfach. So, wir fangen jetzt im Härten an. Sie sehen Sie nichts. So, ich werde dein Messer jetzt erstmal normalisieren. Läuft die Aufnahme schon? Ja. Also ich werde dein Messer erstmal normalisieren. Oft ist es so auch bei Monostahl, dass der Stahl unterschiedliche Hitze bekommt durch das Schleifband. Ja. Und damit es da nicht zu Rissen kommt oder zu Verzug, normalisiere ich die Messer. Ich bringe die ein bisschen auf 3, 4, 5, 600 Grad und lasse dann langsam abkühlen und dann nach dem Abkühlen fange ich an zu härten. Normalerweise ist es so ein bisschen dunkel, rot, so der Bereich, wo ich normalisiere in dem Dreh. Ich hebe es beim Normalisieren auch nicht in die Flamme rein, sondern nur in, was halt nur in die, ja. Die Flammen, die drin wirbeln und nicht direkt in den Flammenstrom. Aber jetzt sieht man auch den Wärmeunterschied ein bisschen, ne? Ja.
legst du aber jetzt nicht ins Öl, ne? Nee, gar nicht. Das lasse ich einfach an der Luft abkühlen. Mit der Zange oder was? Nö, ich hänge das da ans Brett, da ist ein bisschen Luft drin. Da ist die Nägel drin, meine ich. Reingelegt, dass er eigentlich, dass die Temperatur hinten am Griff kommt. Erstmal. Ich kann mal hin. Jetzt arbeite ich noch ein bisschen. In Öl geschwenkt und dann relativ schnell jetzt. Ist jetzt gehärtet. Ich setze noch halt diese Härtehaut drauf. Jetzt wird es im Ofen angelassen. 180 Grad, eine Stunde. Und während wir vorhin Zeit hatten, haben wir mal aus Spaß irgendwie Neckknives gebaut. So sieht meins aus. Kriegt keine Griffschalen oder so, bleibt an der Stahl. Denke ich, werde auch nicht viel abschleifen, ein bisschen so drüber feilen. Ups, jetzt hat sich der Fokus kurz verabschiedet. Und nur die Klinge sauber machen, so sieht meins aus. Und im Hauiseins sieht so aus, so ein Mini-Kleber mit so ein bisschen einem Hammer-Finish. Auch sehr cool, bleibt auch ohne Griffschalen. Ja, kleine witzige Neckknives. Damn.